Ja, liebe Anwesende, Freundinnen und Freunde, wir sind ziemlich spät dran. Ich bemühe mich, konzentriert die wesentlichen Dinge zu sagen. Schwarzer Donnerstag, das ist die schmerzlich erlebte Arroganz der Macht am Abgrund gewalttätig strafbarer Staatsgewalt. Es war empörend kriminell und verfassungswidrig, die Menschen im gewaltfreien Widerstand gegen Stuttgart 21 gefährlich und brutal körperlich zu verletzen. Unsere Bürgerbewegung ist dennoch nicht zerschlagen. Gratulation. Bei uns zählt stetiger, mutiger Einsatz. Lernfähig mit langem Atem, in der Mahnwache, in all den kreativen Gruppen, in sinnvollen Aktionen gegen S21. Wie gut, dass es euch gibt. Von damals zum heute ist der Bogen zu spannen. Wir zielen auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung durch fundierte Informationen, auf Kontrolle gegen alle Übergriffe und Rechtsbrüche der Staatsgewalt bis hin zur Umkehr gegen S21. Wir zeigen Flagge und ziehen Bilanz. Das tue ich für das Aktionsbündnis gegen S21 und als dessen juristischer Arm. Denn der Käse S21 und seine Rechtsbrüche sind nicht gegessen. Die Aufarbeitung von allem Murks ist angesagt, den uns die Machtbesessenen seit Mappus, Pofalla und Co. in Bund und Land bieten. Und weil Angela Merkel bei dem großen Flüchtlingsstrom eine moralische Position ergriffen hat, sagen wir ihr, gut so, wenn Milliarden Steuergelder verstärkt eingesetzt werden für die Grundbedürfnisse von Menschen in Not, für Flüchtlinge aus Kriegsgebieten, dann muss aber Schluss sein mit hohen Milliardenausgaben für Großprojekte, die den Bahnhof drastisch verkleinern, Leib und Leben der Menschen beim Brandschutz und bei sechsfach überhöhter Gleisneigung gefährden. Leider können die Bahnreisenden, und das sage ich wegen einer gestrigen Pressenotiz, auch nicht der Gutachter Andersen, dagegen klagen, wie das Eisenbahnbundesamt fälschlich den Eindruck erweckte. Aber das ist und bleibt ein K.O.-Kriterium für Stuttgart 21, auch beim nicht planfestgestellten Filterabschnitt. Wir bleiben da offensiv. Schluss mit S21 auch deshalb, weil die reichen Länder, also Baden-Württemberg, die Ärmeren nicht aussaugen dürfen. Das verlangt das Grundgesetz, denn es verbietet die Mischfinanzierung zugunsten der Reichen. Weil die Bahn eine bundeseigene staatliche Aufgabe wahrnimmt, muss sie die Ausgaben dafür bestreiten und darf ein als unwirtschaftlich erkanntes Projekt nicht wiederbeleben mit den Milliarden eines reichen Landes. Das hat der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim zwar grundsätzlich anerkannt, aber zugleich gemeint, der Städtebau der Stadt lasse S21 zu. Das liegt aber schief, liebe Freunde, denn städtebauliche Folgeentscheidungen zu Stuttgart 21 auf dem Gleisvorfeld sind stets nachgelagert und scharf zu unterscheiden vom Inhalt des Bahnprojekts. Auch hat der VGH der Stadt einen frei erfundenen, also illegalen Beurteilungsspielraum für Zuschüsse von über 500 Millionen Euro eingeräumt. Mit der Revision beim Bundesverwaltungsgericht haben wir jetzt sehr gut begründete Chancen, dass die S21-Verträge für null und nichtig erklärt werden. Das jedenfalls wird die Umkehr bei S21 unerlässlich machen, zumal es auch den Milliardenanteil des Landes betrifft. Jeder Weiterbau von S21 verschleißt jetzt sinnlos Milliarden Euro, die anderswo fehlen.
Die größte Zäsur nach dem Schwarzen Donnerstag ist für mich das Geständnis der Offenbarungseid der Bahnvorstände Gruber und Käfer vom 12. Dezember 2012. Hiernach überschreitet S21 bereits mit 2,3 Milliarden Euro die vertragliche Kostenobergrenze und ist unwirtschaftlich. S21 ist seither rechtlich und finanziell gescheitert, weil die insgesamt gültige Basis fehlt. Das Projekt mit mutmaßlich zweistelliger Milliardenausgabe fortzuführen, heißt, Stadt und Land skandalös zur Geisel der Bahn zu machen. Die Deutsche Bahn hat 1,1 Milliarden Euro als selbstverschuldet eingestanden. 3 Jahre zuvor, also schon seit 2009, 891 Millionen Euro schön gerechnet und so den Baubeginn von S21 manipulativ herbeigeschwindelt. Der Vergleich, liebe Freunde, ist angebracht. Manipulierte Abgaswerte beim VW-Konzern lösen jetzt gewaltige Schadensfolgen und strafrechtliche Verfahren aus. Auch hier haben problematische Verflechtungen der Bundesregierung mit der Autoindustrie den Betrügereien den Nährboden bereitet. Bei S21 steckt die Bundesregierung noch tiefer in der Tinte, weil hier die betrügerische Manipulation dem Bahnvorstand und seinem Aufsichtsrat und somit über die Staatssekretäre auch der Bundesregierung bekannt war. Das ist hochbrisant und entlarvt die sogenannte Volksabstimmung als Teil dieses Betrugs. Aber mehr noch, obwohl das Projekt unwirtschaftlich geworden war, nötigte die Bundesregierung 2013 den Bahnaufsichtsrat mit aller Macht zum Weiterbau von Stuttgart 21. Und da lehnt es der Berliner Generalstaatsanwalt ab, strafrechtlich gegen die Bahnverantwortlichen wegen Untreue zu ermitteln, als hätten die Täter nicht gewusst, was sie tun. Der CDU-Justizsenator Heilmann nannte das vertretbar. Wir nennen es Strafvereitelung im Amt. Freundinnen und Freunde, wir haben daraufhin die Freigabe und Entschwärzung amtlicher Vermerke des Kanzleramts verlangt und eingeklagt beim Verwaltungsgericht Berlin, um den Rechtsbruch der Bundesregierung sichtbar zu machen. Es gelang uns, Vermerke für Pofalla und Merkel weiter zu entschwärzen. Und zwar mit den Mitarbeitervermerken des Kanzleramts, ich zitiere, die Bundeskanzlerin hat sich explizit dazu bekannt. Es müsse sich erweisen, inwieweit in Deutschland weiterhin große Infrastrukturvorhaben umgesetzt werden können. Und es müsse das eindeutige Votum der Volksabstimmung berücksichtigt werden. Wortlaut der Vermerke aus dem Kanzleramt. Alles dies ist blanker Unsinn, denn Gesetzeskraft hat weder ein Bekenntnis von Angela Merkel, noch die unsinnige pure Größe des Projekts, noch gar eine betrügerische Volksabstimmung. Das Kanzleramt gesteht auch ein, dass sich die drei Staatssekretäre im Bahnaufsichtsrat bemühten, den möglichen Projektabbruch wegen der gewaltigen Kostensteigerung und deren Folgen durch externe Gutachter untersuchen zu lassen und dass die Bahnberechnung von 2 Milliarden Ausstiegskosten, ich zitiere, nicht belastbar sei. Es wird sogar die massive Einflussnahme der Politikprominenz auf die Weiterbauentscheidung des Aufsichtsrats zu Stuttgart 21 als im Wesentlichen zutreffend anerkannt. Nur ziert sich das Kanzleramt einzugestehen, dass diese Einflussnahme unzulässig war. Fazit: Wir haben ein erdrückendes Beweismaterial in Händen, dass Ermittlungen gegen die Bahnverantwortlichen wegen Untreue jetzt unaufschiebbar sind. Staatsanwälte und ihr Justizsenator dürfen nicht zur Strafvereitelungsbehörde werden, weil es politisch opportun ist. Durch eine gezielte Kampagne
ist jetzt eine breite öffentliche Betroffenheit zu schaffen und klarzumachen. Bahnvorstand und Staatssekretäre im Bahnaufsichtsrat haben zugestandenermaßen 3 Jahre lang in Milliardenhöhe Kosten vertuscht und verschleiert, sind also in der Sache tief verstrickt. Wer die Ausstiegskosten der Bahn für nicht belastbar erklärt und auf den Ausstieg gedrängt hat, davon aber sofort absieht, weil Merkel, Pofalla und andere sie massiv auf Linie bringen, kann nicht als unschuldig gelten, wird der Sinneswandel des Tatopfers nämlich derart eindringlich herbeigeführt, ist es auch nach der Rechtsprechung nicht vertretbar zu behaupten, die Täter hätten nicht gewusst, was sie tun. Schließlich, und das ist der letzte Aspekt, wissen wir von der Bundeskanzlerin von Pofalla und Kauder, dass sie mit machtpolitischen Abweichlern rigide umgehen. Pofallas auffällige Vorgehensweise gegen Abweichler, MdB Bosbach, der könne dessen Fresse nicht mehr sehen, sagt doch alles. Die Staatssekretäre haben sich also der Kanzlerin im Bahnaufsichtsrat gebeugt, um ihre berufliche Position nicht zu gefährden. Ermittlungen jetzt noch zu unterlassen, ist untragbar. Aus diesen und anderen Gründen ist das durch vielfache Manipulationen und Rechtsbrüche geschaffene Großprojekt S21 ein unerträglicher Ballast für die Grundbedürfnisse der Menschen und für den Rechtsstaat. Tragen wir bei, unsere Welt, um diese Last zu erleichtern, oben bleiben. Applaus